Servus Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter World. Ich habe die Folge schon mal aufgenommen. Leider gab es einen Aufnahmefehler, weswegen ich die Folge überhaupt nicht verwenden konnte. Ich habe eine Event-Quest gemacht und habe die Quest 8 Leben sind zu wenig. Also gegen einen Kuluyaku und einen Tsitsiyaku habe ich gekämpft. Alleine. Und habe, noch eine Jagdquest mit einem anderen Spieler beendet. Also ich habe auf ein Notrufzeichen reagiert. Leider ist dieses blöde Bombervieh auf mir gelandet und wir hatten nur noch ein Leben übrig und ja. Hallo Fünfer. So. Kann ich eine Lieferung fertig machen? Ja, kann ich. Ich glaube, diese Quest habe ich in der letzten Folge auch aufgenommen. Da ist einer rumgelaufen, der wollte, dass ich eine Prachtfeder einsammle. Ja. Und da ist die Prachtfeder jetzt auch. Und ich habe den Kapitän der Argosi weggeschickt, damit er mehr Materialien sammelt. Bin ich mal gespannt. Nein, er ist noch nicht weg gewesen. Die Anfrage, ja, da seht ihr, ich habe die Änderung schon rausgegeben. Die ist noch zwei Quests lang da, okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt auch direkt auf den Weg zu einer. Also. Fange ein Barot. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Wir haben schon lange nichts mehr gefangen. Ich glaube, das werden wir jetzt mal machen. Und ich gönne mir jetzt noch schnell ein bisschen für zwischendurch. So. Ich werde jetzt auch gerade noch was an meiner Ausrüstung ändern. Sprengnuss, die mache ich raus. Die tausche ich mit. Wo haben wir es denn? Einer Beruhigungsbombe. Jawohl. Moment, Objekt verwalten. Ich bin ja noch nicht fertig. Die Drachentodbeere tausche ich auch. Ich habe doch bestimmt irgendwo eine Blitzfalle. Drachenschlag, Kelbihorn. Eine Fassbombe. Naja, so wie es aussieht, habe ich keine Blitzbombe. Gut zu wissen. Aber egal, die mache ich jetzt trotzdem rüber. Den Donnerkäfer auch. Halt, nein, den Donnerkäfer nehme ich wieder mit. Weil aus dem Donnernkäfer baue ich ja diese Elektrofalle. Dann fangen wir mal einen Barot. Das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte, was wir gefangen haben. Ich glaube, das war ein Kuluyaku. Ich kann es jetzt nicht beschwören. Ja. Mein Beutel ist voll. Toll. Eine Blitzkapsel? Nein, die brauche ich jetzt nicht. Die Schockfalle, dafür brauche ich ein Fallengerät. Toll.
Beutel ist voll am Arsch. Oh, scheiße, mein Beutel ist voll. Ja, dann werfen wir es mal weg. Und der Nitropilz wird auch weggeworfen. Ja, das sollte reichen. Die Beruhigungsbombe nehmen wir mit. Und das Fallengerät. Habe ich jetzt eine Schockfalle gebaut oder nicht? Ah, okay, ich habe volle Objektbeutel, deswegen geht das nicht. Gut. Jetzt noch mal kurz geguckt, was haben wir denn für Aufgaben für Beutezüge? Honig. Okay. Er wird bestimmt wieder dort oben an den Dünen rumhängen oder hier. Aha. Okay, obwohl die Fußspuren in die andere Richtung zeigen, führen die Insekten mich dorthin. Gut, das sind alte Fußspuren. Der wird dann einmal im Kreis gelaufen sein. Yep, da ist er. Hey, servus. Wieso stürzt du dich noch in diesen blöden Kackhaufen rein? Ludwig, ausweichen! Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Aufpassen, dass ich ihn nicht töte. Wie gesagt, ich muss ihn ja fangen. Haha! Ah, sehr gut. Dem scheint es nicht so zu gefallen, dass ich ihn fangen will. Ich verstehe eigentlich nicht warum. Bei uns gibt es gutes Essen, es gibt Wein, es gibt Frauen. Bei uns hättest du es gut. Okay.
Okay, es werden auch die ein oder anderen Experimente mit dir gemacht, aber ansonsten wäre alles okay bei uns. Gerade um den Kopf herumgerollt. Wow, Vorsicht! Schädel beim Kopf. Ich kann ja die Schockfalle bauen. So. Aua, jetzt ist er sauer. Komm schon zu mir. Komm her. Nein, er haut ab. Sehr gut. So, wir gehen zurück ins Hauptquartier. Wir haben ihn. Am Ende war es doch noch ein bisschen knifflig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. So, Panzer, das nehme ich alles mit. Na ja, gut, vielleicht nicht die Knochen. Ah, sehr geil. Eine weitere erfolgreiche Mission. Eine weitere erfolgreiche Jagd. Boah. Ich weiß nicht, ich muss es echt sagen, es ist zwar immer dasselbe. Es ist immer dasselbe mit den Jagden und allem, aber es macht immer noch jede Menge Spaß. Und vor allem diese Mistviecher zu jagen, um aus ihnen bessere Ausrüstung zu machen. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Triff deine Wahl. Hallo, haben wir denn für den Beutezug fertig gemacht? Ach, drei Quests in der Wildturm-Ebene. Cool. Oh, sogar zwei. Töten wir nochmal irgendein kleines Monster. Und ich weiß jetzt schon, was ich mache. Ich mache eine Untersuchung. Ah, Moment. 8 Leben zu wenig. Ach, die Quest ist noch da. Ah, gut, die machen wir morgen in der Quest. In der Runde. Ich mach da oben die mit diesen komischen Käfern. So, und ich werde das jetzt mit der guten alten, mit dem guten alten Aqua-Überfall lösen. So, das Monsterproblem. Wenn ich jetzt gehe, auf diese Quest und wieder zurückkehre, ist die Argosi weg.
Ich finde es echt Blödsinn, dass man die Tötungsquest oder überhaupt die Untersuchungen allgemein nicht, ah geil, da ist unser Barot, nicht während einer Expedition machen kann. Hallo. Also, ich muss dir dafür danken, dass du den Barot gefangen hast. Dies ist ein kleines Dankeschön von den Draufgängern. Ich bestehe darauf, dass du es annimmst. 600 Punkte, wow! Das nehme ich natürlich gerne an. Das ist quasi eine volle Ladung der Argosi. Ja, Moment. Der hat noch was für uns. Ja, Pucki, tut mir leid. Ich meine Lauchi. Gut, dich zu sehen. Super, die fünfte Flotte. Sie kommt wie gerufen. Zum Verhalten des Paolumu. Ach, toll. Okay. Viel Glück. Die Quest heißt Weißes Monster, Weißer Kittel. Fange ein Paolumu. Ah. Nicht in dieser Folge. Obwohl es ja so knuffig ist. Was gibt's im Batzel? Batzelgeuse. Ach, das ist das Bombervieh. Ich hab's nicht lesen können, Mist. Los. Aha, da haben wir ja die Übeltäter. Ach geil, das zählt sogar als kleines Monster. Oh oh. Bleib weg von mir. Was halten die denn aus? Wow. Bob ist sauer. Wow! Ich wollte gerade sagen, du lässt ihn hier bestimmt in Ruhe, oder? Alter, ich hab dir nichts gemacht. Geh weg. Mistdinger. Wow. Igitt, das hat mich angesprungen. Ah. Es ist lustig, einem riesigen gepanzerten T-Rex auszuweichen, während man von riesigen Insekten angesprungen wird. Ah! Brennt! Oh Gott. Gott sei Dank! So, du willst das noch ärgern? Dann komm her! Verzieh dich, genau.
schon. Oh, hier, komm schon. Ah, oh, das ist nur Kraut, okay. Ist nur Kraut. Sehen die Vögel auch? Nein, die Vögel zählen nicht als Monster. Also so ganz einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, war das jetzt doch nicht. So, Hornatau Panzer, Monsterfluid, Panzer, Flügel, Rüstkugel, das kann man behalten. Behalten. Ja, immerhin. Also wenn das nicht leicht verdientes Geld ist, dann weiß ich auch nicht. Naja Leute, das war's dann aber auch schon mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, da sehen wir mal, was wir dort für einen Quatsch anstellen können. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.